Lightning Talks, Harry Potter Facepalm Session. Nein. Willkommen, vielen Dank, Dinacon, für die Plattform, hier zu sprechen zu dürfen. Mein Name ist Sophus Siegenthaler. Ich bin nicht gut mit den Slides, darum dieses Herumhüpfen. Ich bin ein ethischer Hacker. Was bedeutet das? Ich muss nicht im Dunkeln sitzen mit einem Hoodie, sondern in einer schönen Jackette. ja, true story. Ich habe mit meinem Team eine Suite geschaffen namens Egressor, mit dem man kontinuierlich Firewall- und Data Loss Prevention Lösungen prüfen kann auf dessen Funktionalität. Wieso sollte man das machen? Wenn man eine Sicherheitslösung im Netzwerk betreibt und da kommen keine Events, heißt es nicht unbedingt, dass es gut ist. Vielleicht läuft es einfach nicht. Von dem her sollte man das kontinuierlich überprüfen. Kurz zum Namen und allgemein Netzwerk Basics. Traffic, der ins Netzwerk hineinkommt, ist Ingress-Traffic. Egress-Traffic ist der ausgehende Traffic-Flow. Wie DNS funktioniert, wissen wohl die meisten im Raum. Es löst Namen wie zum Beispiel google.com in IP-Adressen auf. Das ist die Funktionalität von DNS. DNS-Server werden auch von Firmen intern betrieben, dies als Beispiel für die Exfiltration über DNS, Datenexfiltration. Hier ist das Ding, wenn man einen DNS-Server betreibt, hat man Kontrolle darüber, was aufgelöst wird, was gemacht wird. Wenn man da nebenbei hindurchschießen kann, eine DNS-Anfrage hinaus ins Internet lassen kann, kann man möglicherweise darüber auch Daten exfiltrieren, die vom DNS-Server intern nicht gesehen werden. Hier ein Beispiel, oben werden die Daten, der String Secret, in Hexadezimal umgewandelt. Dies wird mit der DNS-Anfrage nach außen mitgegeben. Also die Anfrage beinhaltet schon die Daten, die man nach außen transportieren will. Auf dem Server sieht man das dann in den Logs, kann das wieder ummünzen in ASCII und hat dann das Secret exfiltriert. Okay, wieso eben sollte man das machen? Kontinuierlich, immer wieder und immer wieder, um herauszufinden, ob es eins jetzt noch funktioniert. Ja, true. Bis dann eben, oh, etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Man kann so eine Baseline establishen, um damit die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Cool, das Ganze ist auf GitHub. Wir haben einen Blogpost darüber geschrieben, wo das alles erklärt wird. Wir decken die Protokolle FTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, wie auch sämtliche TCP, UDP, IPv4, IPv6 auf den 65.535 Ports ab. Yes. Cool Story noch am Schluss, wo wir das Ganze fertig gemacht haben, haben wir auch gefunden, okay, wir googeln jetzt mal nach dem Namen, für den wir uns entschieden haben. Stellt sich heraus, dass ein kleines Unternehmen namens Mitre, vielleicht kennt das die einen oder anderen, die haben in den 90er Jahren das Ganze schon mit Perl gemacht. Von dem her, wenn ihr ein neues Beispiel von dem sehen wollt in Python 3, checkt das aus. Ja, oh snap. don't be a stranger, talk to me. Ich bin hier, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, jederzeit. Cool, das war's. Danke fürs Zuhören. Wow.